Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich Hallo Kinder. Schade, dass wir zwei wieder ganz allein hier sind. Wilma, ich finde dich ja echt nett. Aber mir fehlen die Kinder wirklich sehr. Mir auch. Und ich freue mich schon so darauf, wenn wir uns endlich wieder mal treffen können. Sag mal, Wilma, was hast du denn vor? Warum hast du denn eine Krone auf deinem Kopf? Ich habe mir gedacht, heute spiele ich mal den ganzen Tag lang Prinzessin. Und weil ich heute die Prinzessin bin, wünsche ich mir von dir, dass du mir eine Geschichte erzählst. Eine Geschichte, in der ein Prinz und eine Prinzessin mit einem weißen Pferd vorkommt. Okay, da muss ich mal überlegen. Also, da fällt mir gerade tatsächlich eine Geschichte ein. Eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Da kommt zwar kein Prinz mit einem Pferd vor, aber es geht um einen König, der auf einem Esel reitet. Aber eine Prinzessin in einem schönen Kleid kommt doch bestimmt vor, oder? Ja, um Kleider geht es da auch. Am besten, du hörst gut zu. Dann erzähle ich dir die Geschichte. Sie steht in der Bibel. Jesus kommt nach Jerusalem. Einmal ruft Jesus zwei seiner Freunde zu sich. Die Freunde sollen Jesus einen jungen Esel bringen, auf dem noch nie jemand geritten ist. Die Freunde bringen den Esel zu Jesus. In Jerusalem wollen die Menschen das Passafest zusammen feiern. Jeden Tag kommen deshalb viele Menschen in die Stadt. Hunderte, ja Tausende wollen das Fest gemeinsam feiern. Immer mehr Menschen eilen herbei. Auch Jesus macht sich mit seinen Freunden auf den Weg nach Jerusalem. Jesus sitzt auf dem Esel und reitet los. Da hört man die ersten Rufe. Da, das ist doch Jesus! Das ist doch der Mann, der so viele kranke Menschen geheilt hat. Und andere rufen, Hosianna, König Jesus, Messias. Die Menschen beginnen vor Freude zu singen und jubeln Jesus zu. Viele Menschen freuen sich so sehr, dass Jesus kommt. Sie ziehen ihre Kleider aus und legen sie vor Jesus auf die staubige Straße. Einige klettern sogar auf die Bäume, reißen Palmzweige ab und werfen sie auf die Straße. Viele wollen Jesus wie einen König begrüßen. Jetzt ist die staubige Straße bunt und fröhlich. Jesus freut sich darüber und er reitet langsam über die Straße. Und viele Menschen erkennen, Jesus wäre ein Superkönig. Gott hat Jesus geschickt. Sie glauben, mit Jesus wird alles besser. Ihn möchten sie als König haben. Ich kann die Leute in Jerusalem echt gut verstehen, dass Jesus als ihren König haben wollen. Die wissen, dass Jesus ein sehr, sehr guter König für sie ist. Da sehe ich doch gerade, dass auf deiner Krone Königskind steht. Sag mal, denkst du, dass du, kleine Prinzessin, wohl ein Königskind bist? Na klar, jede Prinzessin ist das Kind eines Königs. Ist doch logisch, oder? Und mein Königspapa heißt Jesus. Und weißt du, warum ich auf meine Krone Königskind draufgeschrieben habe? Nee, ich weiß ja sonst immer alles. Aber das weiß ich nicht. Sag's mir mal. Ich bin ein Königskind, weil ich Jesus richtig gut finde. Wenn du das Kind vom König Jesus bist, dann ist das wohl dein himmlischer Papa? Genau so ist das. Und ich kann ihm alles sagen, wenn es mir gut geht und auch wenn es mir gar nicht so gut geht. Weißt du, wenn ich zum Beispiel Angst habe, dann setze ich mich in mein Zimmer und spreche mit Jesus. Echt, ich kann Jesus alles sagen. Er hört mir zu und hilft mir. Okay, dann bin ich doch auch ein Königskind. Hast du für mich auch eine Krone, auf der Königskind steht?
Tut mir leid, ich habe leider keine mehr für dich, aber du kannst gern meine haben. Danke, Wilma. Ist schon in Ordnung. Ich bastel mir heute Nachmittag einfach nochmal eine neue. Das ist gar nicht so schwer. Wenn ihr wollt, Kinder, dann schneidet euch auch eine kleine Krone aus Papier aus. Malt sie schön an und schreibt Königskind drauf. Das ist ja eine tolle Idee. Tschüss, Wilma. Tschüss, Königskind Freddy. Tschüss, Königskinder. Bis zum nächsten Mal.